Der Übergang vom Kindergarten in die erste Klasse, vom Spielen zum Lernen, fällt nicht allen Kindern leicht. Meistens entscheidet das Alter über den Zeitpunkt des Schuleintritts. Doch jedes Kind ist anders. Jedes Kind ist einzigartig. Die Basisstufe oder Grundstufe will dieser Tatsache besonders gerecht werden. Kindergartenkinder und Erst- und Zweitklässler werden gemeinsam in einer Klasse unterrichtet. Spielerisch und mit viel Zeit können die Kinder die Freude am Lernen entdecken, denn ein positiver Start in die Schulkarriere ist entscheidend. Als erstes besuchen wir die Basisstufe Heggi in der Bodenseeregion. Es sind zwei Basisstufenlehrerinnen, die seit 2005 im Teamteaching 22 Kinder zwischen 4,5 und 8 Jahren unterrichten. Dieser Morgen wird mit der Kästchenarbeit beginnen. Jedes Kind bekommt eine eigene Aufgabe. Der Weg zum eigenständigen Lernen gehört zu den wichtigen Zielen der Basisstufe. Dazu gehört auch, dass der Arbeitsplatz von den Kindern meistens selber ausgewählt werden darf. Eine Viertelstunde vor Unterrichtsbeginn arbeiten schon fast alle Kinder an ihrem persönlichen Wochenplan oder beginnen ganz selbstverständlich mit ihrem Spiel. Janek, darf ich dich schnell unterbrechen? Schau mal. Die Lehrerin Ursi Roffler kennt ihre Kinder und hilft ihnen dabei, die individuellen Ziele zu erreichen. Das Kind hat so in den Basisstufen eigentlich die Strukturen, wie man früher in der grösseren Familie hatte. Dass es von den älteren Kindern lernen kann. Es kann dort schauen, da ist nicht so ein grosser Unterschied. Die Kinder könnten dann selber einen Haufen Sachen erklären. Und also ich denke, das ist für die Kinder ein riesen Vorteil. Dann treffen sich alle im Morgenkreis. Hier wird der Tagesablauf besprochen, ihnen ein Thema eingeführt, gelernt oder mit viel Dynamik gesungen. Am Morgen sind immer beide Lehrpersonen anwesend. Die Kinder werden je nach Aufgaben und Lernstand in wechselnden Gruppen arbeiten. Das bedeutet, dass nicht nur Gleichaltrige zusammen sind. Im Nebenzimmer lernen die Kinder Minusrechnungen. Für den Unterricht in der Basisstufe gelten die gleichen Ziele, wie sie in den kantonalen Lehrplänen für den Kindergarten und die erste und zweite Klasse festgehalten sind. Das Raumangebot und die gestaltete Lernumgebung sind hier zum Spielen und Arbeiten ideal. Jedes Kind sucht sich den Arbeitsplatz, an dem es sich am wohlsten fühlt. Die kleinen Piratenrinnen begeistert los. Also die kleinen Kinder kommen bei uns ganz sicher genug zum Spielen. Aber Freispiel heisst natürlich auch, dass sie dürfen machen, was sie wollen. Also es hat auch jüngere Kinder, die dann ganz gerne mit den Buchstaben arbeiten oder mit den Zahlen arbeiten. Also für Kinder ist dann eben das Spielen und das Arbeiten ist manchmal gar nicht so ein grosser Unterschied. Thema in diesem Quartal sind die Piraten. Mit viel Ehrgeiz entsteht hier ein ausziehbares Fernrohr. Nebenan wird farbiger Piratenschmuck entworfen. Alle Kinder sind beschäftigt. Die Lehrerinnen haben jetzt Zeit, die Kinder zu beobachten und dort zu helfen, wo sie gebraucht werden. Und was sind im Kopf? Was hast du denn da noch im Kopf? Auge. Ja, mach die mal. Ja, er hat zuerst mal eine geschlossene Form zeichnen. Die gemeinsame Verantwortung für die Kinder und den Unterricht ist auch entlastend.
Wir haben ja mit den Wasserfarben gezeichnet. Der Austausch, der ist sehr bereichernd. Also da zieht man einander auch mit. Man macht vielleicht auch mehr Sachen, die man sonst nicht machen würde. Ein Nachteil ist vielleicht auch, dass es zeitintensiver ist, die ganze Vorbereitung. Weil ganz viele Sachen müssen einfach abgesprochen werden. Nach der Pause geht's für die Hälfte der Klasse in die Turnhalle. Heute sind die Jüngsten mit den Ältesten zusammen. Es profitieren alle voneinander. Die Älteren genießen die Bewunderung der Jüngeren und zeigen sich gleichzeitig als liebevolle und geduldige Helfer. Kira erledigt ihre Hausaufgaben. Natürlich interessiert uns auch, was die Eltern der Kinder über das Projekt Basisstufe denken. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit der Basisstufe. Die Kira gefällt sehr gut. Sie hat sich sehr schnell mit Buchstaben und Zahlen auseinandergesetzt, was ich von den drei grösseren Schwestern eigentlich nicht gekannt habe. Die sind ganz normal, Kindergarten, erste Klasse. Die haben sich nicht so früh eigentlich interessiert für Zahlen, Buchstaben schreiben. Und ich denke mal, durch die Durchmischung von diesen Altersstufen ist Kira so früh dran gekommen und das gefällt uns sehr gut. Der Janosch, der geht gerne in die Basisstufe. Er ist jetzt vom Kindergarten in die erste Klasse gekommen, im Basisstufenmodell. Und was wir gemerkt haben, er kann schon lesen. Ich finde das irrsinnig. Dass er einfach so in der Kindergartenzeit viel mitbekommen hat, in der Basisstufe der Schüler. Ja, und das finden wir irrsinnig lesen. Und er geht auch gerne. Also ich denke, das Lernen macht Spass dort. Seit 2004 erproben 10 Kantone und das Fürstentum Liechtenstein mit 160 Klassen das Modell Basisstufe oder das Modell Grundstufe, das 3 Jahre dauert. Wir fahren weiter vom Kanton Thurgau in den Kanton Luzern. Das Schulhaus Rührgesingen in Emmen führt seit 2007 5 Basisstufenklassen, alle mit einem hohen Anteil fremdsprachiger Kinder. Carmen Fischer und Marina Monti bereiten gemeinsam den Unterricht vor. Einführen, dann drücken, oder? Da passiert auch schon so viel mit der Feinmotorik. Und da kann man das Größte auch. Auch hier lernen die Kinder in altersdurchmischten Klassen. Thema sind heute die Farben. Spielerisch lernen die Kinder, die Farben zu benennen und neue Töne zu mischen. Die Lehrerinnen leisten Hilfestellung, ohne das kreative Spiel der Kinder zu stören. Carmen Fischer war vorher Kindergartenlehrerin und hat mit großem Einsatz die neue Herausforderung angenommen. Ich habe einfach immer gemerkt, das ist für mich nicht befriedigend. Also, ich hätte die mehr wollen fördern oder können wollen fördern und ich habe einfach die Zeit nicht gehabt. Und jetzt merke ich, dass jetzt halt auch ein 5-jähriges Kind oder vielleicht schon ein 4,5-jähriges Kind, das in die Basisstufe kommt und schon halt irgendwie mit Zahlen einen Zugang hat. Und jetzt merke ich einfach, jetzt habe ich die Lehrmittel dazu, ich habe Zeit dazu und ich mit einem solchen Kind halt wirklich einzeln auch an die Buchstaben herführen oder an die Zahlen herführen. Es muss nicht sein und das bin ich das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass die jungen Kinder, sage ich jetzt, die frische Basisstufen kommen, dass die wirklich genug Zeit haben, für auch ihr Freispiel zu haben. Aus dem Kindergarten und den Schulräumen sind Lern- und Spielwerkstätten entstanden, welche die Fantasie der Kinder anregen. Auf den Anfang der Schullaufbahn kommt es an. Und wenn dir gelingt, wird vieles leichter. Bei der Familie Bachmann sind beide Kinder in der Basisstufe. Die neue Schulform war für den Vater nicht einfach zu verstehen. Am Anfang musste ich mir lange Gedanken machen, was im Vorteil, was bringt die Schule, wodurch will die Schule überhaupt, was wollen sie damit erreichen. Für mich, ich kann mir das nicht richtig vorstellen, wie gemischte Klassen funktionieren können. Ich war an verschiedenen Anlässen von der Schule selber, ich habe Schulbesuche gemacht
Und es ist mir eigentlich erst mit der Zeit das Licht aufgegangen, dass die Basisstufe etwas sehr Sinnvolles ist, wo man eigentlich auf dem Anfang, oder beim Anfang gar nicht so richtig sieht. Es braucht eine gewisse Zeit, bis man eigentlich Vorteile daraus sieht. Anhand jetzt eben auch von seinen Aussagen, anhand von dem, was ich gesehen habe, denke ich, wird der Schulleiter den Kind sehr, sehr spielerisch und sehr, sehr auf eine angenehme Art und Weise bereitet. Es ist dann nicht irgendwie wie bei uns, wo wir die erste Klasse sind und dann müssen wir an den Pult sitzen und fertig, oder? Es ist wirklich auch jetzt spielerisch und mit viel Liebe. Und ich finde das toll, muss ich sagen. Wir besuchen im gleichen Schulhaus die Basisstufenklasse von Melanie Baumberger und Barbara Engelberger. Hier dreht sich alles um das Leben im Dschungel. Die einzelnen Aufgaben sind so gewählt, dass am gleichen Thema verschiedene Lerngruppen arbeiten können. Genau, das Tier spielen. Ihr dürft dann das Tier nachspielen. Hier müsstet ihr zum Beispiel wie eine Schlange kriechen. So. Lernen und spielen heißt, auch sich selber kennenlernen. Die Lehrpersonen helfen den Kindern, ihre Stärken zu fördern oder Lernschwierigkeiten früh zu erkennen und daran zu arbeiten. Bist du fertig mit dem Ausdruck? Der Vorteil der Basisstufe für die Kinder liegt ganz klar im sozialen Bereich. Die Kinder profitieren voneinander, sie profitieren von den Altersunterschieden. Und auch im individualisierenden Unterricht können die Kinder sehr viel profitieren. Sie werden von ihren Fähigkeiten, Fertigkeiten, sie werden dort abgeholt und auch so weitergebracht. Und, das stärkt das Selbstbewusstsein der Kinder und auch gestärkt Selbstbewusstsein die Kinder auch dazu anleiten, dass sie besser lernen können. Jackie, steht da, was das ist? Kleinbietier. Beim Treffen im Kreis hat ein Bub die Lust an einem Spiel verloren und kann dem Unterricht nicht mehr folgen. Durch das Teamteaching können solche Situationen einfacher aufgefangen werden. Melanie Baumberger übernimmt jetzt ganz selbstverständlich die Betreuungsaufgabe. Super. Das geht natürlich, wenn man allein ist. In einer Klasse mit 21 Kindern geht das nicht. Dann ist die ganze Lektion, die wir abbrechen, die ganze Aufmerksamkeit ist dann auf das Kind gerichtet, was einerseits für die ganze Gruppe schade ist, andererseits auch für das Kind. Weil das Kind ist ja nicht, macht ja das nicht im Bewusstsein, dass es die Lektion kaputt machen will. Es ist wirklich, es geht ihm nicht gut. Und das ist eine riesige Möglichkeit, eine riesige Chance, dass wir wirklich auch die Kinder gezielt rausnehmen können. Die Reise geht weiter nach Niederscherli, einer Gemeinde in der Nähe von Bern. Hier treffen wir die Familie Jenny mit ihren zwei Töchtern. Wir arbeiten immer mehr im Team. Es ist eigentlich für beide Zeiten, wo man einen Leader hat, der in einem verstaubten Labor hochintelligent etwas macht. Ich glaube, auch heute bei uns ist es so, dass Teamfähigkeit immer wichtiger wird. Genau, wenn man das schon ein bisschen anfangen kann, schulen, dann ist es sicher wichtig. Mit der Schule beginnt der Ernst des Lebens, ist immer noch eine weit verbreitete Meinung. Im sozialen Umfeld der Basisstufe entwickelt jedes Kind seine Schulfähigkeit kontinuierlich. Hier wird der Übergang von der spielerischen Tätigkeit zum zielorientierten Lernen neu gestaltet. Spielen und Lernen wird als zusammengehörend verstanden, wie unsere Beobachtungen an der Basisstufe Niederscherli zeigen. Wir bekommen nicht mehr die gleichen Kinder, wie wir sie vor 40 Jahren bekommen haben. Sie sind geweckt. Sie wissen sehr viel aus Medien. Von ihren Eltern wird ihnen viel erklärt. Sie können sehr früh von sie anfangen lesen und schreiben. Und mir gefällt das, wie die Kinder kommen, offen fragen und neugierig sind und sich getrauen. Die Unterrichtszeit der Kinder ist in der Basisstufe und der Grundstufe genau gleich wie im Kindergarten oder der Unterstufe und orientiert sich an den kantonalen Vorgaben.
Beim Spielen auf dem Pausenplatz fällt uns auf, wie selbstverständlich sich die verschiedenen Altersstufen durchmischen. Die älteren Kinder zeigen auch hier viel Gespür im Umgang mit den Jüngeren. An zwei Nachmittagen pro Woche sind die älteren Kinder ganz unter sich. Sie haben gelernt, Selbstverantwortung zu übernehmen und arbeiten am persönlichen Wochenplan. Die Kinder besuchen die Basisstufe in der Regel 4 Jahre. Je nach eigenem Lernweg kann die Basisstufe aber auch in 3 oder 5 Jahren durchlaufen werden. Die meisten Kinder können sich selber gut einschätzen, ohne dass sie von den Lehrpersonen dazu aufgefordert werden. Ja, das erlebe ich immer wieder, dass sie sich eben nicht falsch einschätzen. Zum grossen Teil schätzen sie sich richtig ein, da bin ich immer wieder erstaunt. Gerade im Alter so von 7-8-Jährigen, wie sie sehen, dass da bin ich stark und so getraut zu sagen, das kann ich gut. Und an anderen Orten vielleicht, das kann ich noch nicht so gut und das mache ich nicht so gerne. Wo man vielleicht früher nicht hat zutraut, dass sie die Selbstbeurteilung eben machen und zwar richtig. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass gerade am Anfang einer Schulkarriere das Kind sich wohlfühlt, dass es das richtige Niveau machen kann, also im richtigen Niveau arbeiten kann, dass es das Tempo ein bisschen angepasst werden kann an das Kind und da bietet die Basisstufe ideale Voraussetzungen. Das ist vielleicht gespartes Geld, wenn man nachher denkt, was nachher in späteren Schulklassen könnte für Probleme kommen, wenn man das nicht richtig beachtet am Anfang. Am nächsten Morgen sind auch die Jüngeren wieder da. Erstaunt sind die Basisstufenlehrerinnen darüber, wie einfach sich auch die neuen Kinder in den gemischten Spiel- und Schulbetrieb einfügen lassen. Die Kinder haben sich ein Restaurant eingerichtet. Der 4,5-jährige Kellner nimmt dienstbeflissen die Bestellung auf. Hier endet unsere Reise durch die deutsche Schweiz. Wir haben motivierte und zufriedene Kinder getroffen, die voneinander lernen. Und wir haben Lehrerinnen und Eltern getroffen, die mit viel Einsatz und Freude das Projekt Basisstufe oder Grundstufe aus Überzeugung unterstützen. Die Motivation von diesen Kindern, von den Jüngeren und von den Älteren, in diesem Betrieb voll dabei zu sein und voll mitzumachen, das ist wirklich etwas, was einem ans Herz geht, wenn man mit Kindern arbeitet oder Kinder hat, wie die sich da innen bewegen und die Welt erobern, Bedürfnisse anmelden, aber auch lernen zurückstecken. Das kann man in einem Kindergarten, das kann man in einer Regelklasse und das muss man dort auch lernen. Aber es geht hier viel, viel selbstverständlicher. Thank you.